Was genau braucht eigentlich ein Spiel, um als Fighting Game zu gelten? Diese Frage klären wir heute. Das Minimum sind schon mal zwei Kontrahenten oder Teams, die in einem physischen Gefecht gegeneinander antreten und sich eins auf die Nase hauen. Natürlich reicht das allein nicht, sonst wären 90% aller Spiele Fighting Games. Man kann aber zumindest von Spielen mit Kampfaspekten sprechen. Am besten reden wir erstmal über Fighting Games im weiteren Sinne. Ein guter Indikator ist, wenn ein Spiel 2D ist. 3D Fighting Games sind selten und Tekken ist irgendwas dazwischen wegen den Seitschritten und der Grafik. Das Kernstück der Spiele muss das wettkampfbasierte Kämpfen gegeneinander sein. Wichtig ist auch, dass ein relatives Balancing gegeben ist. Außerdem sollten folgende Dinge vorhanden sein. Charakterauswahl, begrenzte Stages, mehrere Runden oder Leben, ein Timer, Gesundheits- und Spezialleisten und ein Arcade-Modus, wo man gegen mehrere Gegner antritt, bis man zum Boss gelangt. Grüße gehen raus an Vanilla Street Fighter 5. Das Ziel muss sein, den Gegner in der vorgegebenen Zeit auszuschalten oder rauszuschmeißen. Passiert das nicht, entscheidet der Timer, wer die Runde und dann auch das Match für sich entscheidet. Dazu versuchen beide Spieler, den Gegner wiederholt zu attackieren oder ihn in unvorteilhafte Situationen zu bringen, sodass dieser etwas Riskantes macht, wofür man ihn dann bestrafen kann. Und genau das ist das, was den Reiz dieser Spieler ausmacht. Das ist eine sehr schöne Sache. Man sucht quasi Schwächen beim Gegner und nutzt diese aus, bis der andere sich anpasst. Und andersrum auch. So ähnlich wie Highspeed Shark, nur mit zusätzlichen Geschicklichkeitskomponenten durch mehr Raum- und Zeitdimensionen. Je nach Spiel leeren oder füllen dann die Angriffe die Gesundheitsleiste. In Plattform-Brawlern wie Brawlhalla, Multiversus und Smash geht es darum, den Gegner via Ringout rauszuschmeißen. Die Leiste füllt sich hier. Mehr Prozent bedeuten leichtere Ringouts. In den ursprünglichen Fighting-Games wie Tekken, Street Fighter und Mortal Kombat enden Runden durch ein K.O. Die Leisten leeren sich hier, eventuell gibt es noch Rage-Boni. Die Soul Calibur-Serie ist interessant, weil sie K.O.s und Ringouts hat. Jetzt noch zu Fighting-Games im engeren Sinne, wie zum Beispiel Street Fighter. Diese haben zusätzlich einen prozentual hohen Anteil an Stein-Papier-Schere-Mechaniken, Rock-Paper-Scissors. Angriff-Abwehr und Würfe, die sich gegenseitig schlagen und auch gegen ein anderes verlieren. In einem anderen Video werde ich das auch nochmal genauer erklären. Hin und wieder gibt es darüber Diskussionen, was Fighting Games genau sind, deswegen dieses Video zur Klärung. Ich hoffe, dass es gut verständlich und auch aufschlussreich war. Wenn ihr mehr Analysevideos haben wollt, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht doch noch das Herz rot und das Plus weg für mehr deutschsprachigen Fighting Game Content. Ciao!